Willkommen zur Neuauflage der Kiiko 3D Lashes. Ja, vor 3 Jahren gab es bei mir ein Video zu den 3D Lashes von Kiiko. Das ist mittlerweile 3 Jahre her und ich dachte mir, komm, nach 3 Jahren, es hat sich viel getan im Spiel als auch bei dem Creator oder der Creatorin und dachte mir, komm, es sei die perfekte Zeit, der perfekte Zeitpunkt, einfach mal was Neues rauszubringen. Und zwar bei ihm hat sich entwickelt, dass es eine neue Homepage gibt, die für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen verzwickt sein kann, weil man es vielleicht nicht so genau weiß, hä, wo sind denn jetzt die Lashes gewesen, die ich vielleicht brauche. Vielleicht gehen auch die alten Links nicht mehr, die ich mit reingestellt hatte. Und zum einen im Spiel hat sich auch eine Menge getan. Wir haben viele Erweiterungspacks bekommen. Wir haben die Säuglinge hinzubekommen, für die es natürlich jetzt auch wunderschöne Wimpern gibt. Und ich würde sagen, ohne viel Zeit zu verlieren, jumpen wir jetzt einmal in den Internetbrowser. Und du findest alle wichtigen Links, die ich dir jetzt zeige, in der Videobeschreibung, dass du direkt loslegen könntest, um dir deine Wimpern runterzuladen. So, den ersten Link, den ich euch gerne zeigen möchte, ist der EA Eyelashes Remover. Und zwar haben wir bei den EA Wimpern, wenn wir den nicht drin haben, so einen schwarzen Wimpernkranzbalken, der geht damit automatisch weg. Heißt, du musst nichts mehr klicken, sagen, hier, zack, ich möchte den weg haben, der ist jetzt bei allen direkt weg. Und du kannst dann einfach die schönen Kiiko-Lashes drauf machen. Genau, du hast Simfile-Share als auch Mediafire als Download-Link. Dann kommen wir zu den Kids-Wimpern und zu den Toddlern. Die sind unter einem Bereich drin und hast hier den Download-Button. Da lädst du es dir dann runter. Dann haben wir natürlich unsere Säuglinge. Die haben wunderschöne, super süße Wimpern bekommen, die du runterladen kannst. Und wir haben natürlich die für die Erwachsenen. Die 3 Links für die Sims, die ich dir jetzt gezeigt habe, sind die Wimpern, die man als Accessoire betrachtet, sage ich jetzt mal. Die findest du, wenn du auf den Kopf klickst, zeige ich dir alles im Spiel nochmal unter Accessoires in den Brillenbereichen. Die musst du bei jedem neuen Outfit immer wieder neu auf die Augen legen. Wenn du die aber jetzt fest drauf haben willst, würde ich dir die Skin Detail Wimpern ans Herz legen. Und zwar gibt es die auch natürlich für diese Säuglinge wieder, für die Erwachsenen als auch bis zu den Toddlern. Die sind alle auf einer Linkseite hinterlegt. Und wenn du ganz einfach mal allgemein stöbern willst, kannst du hier über die Sims 4 3D Lashes, das ist dieser Link dann, einfach mal allgemein dich berieseln lassen, was es so alles gibt. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Lashes. Beachte bitte, es sind auch viele derselbe Post, der aber geupdatet wurde, der dann natürlich oben erscheint. Falls du noch nie CC runtergeladen hast, zeige ich dir jetzt ganz, ganz kurz einmal, wie das funktioniert. Ich würde natürlich immer nur Seiten vertrauen, die einen seriösen Eindruck machen. Am besten hast du noch einen Virenschutz auf dem PC, der da ein bisschen das Auge mit drauf hat. Dann gehst du zum Beispiel auf Simfire, das kann ich wirklich nur empfehlen. Simfire ist eine vertrauenswürdige Seite und dann lädt er dir das im Hintergrund runter. Manchmal öffnet er dir auch noch ein extra Fenster, da gehst du dann auf Download. Siehst dann auch genau, wann es geupdatet wurde, wann die Datei hochgeladen ist, von wem es ist. Und dann gehst du in deinen Explorer. Im Bereich Download findest du dann die gedownloadete Datei. Am besten wie eben einmal einen Virenschutz drüber laufen lassen. Ist die Datei clean, kannst du zum Beispiel bei Windows 11 über weitere Optionen auf den 7-Zip und kannst die Datei entpacken. Denn so als Ordner kann das Spiel die Datei nicht lesen und weiß nicht, was er dir bieten soll. Das machen wir jetzt einmal kurz, dass du diesen Schritt siehst, wie das ist. Dann nimmst du dir diese Datei, machst Steuerung X und fügst es dann im Dokumente-Ordner unter Electronic Arts, die Sims 4, Mods. Wenn du noch nichts drin hast, ist dein Ordner leer. Wenn du wie ich ein bisschen mit CC Mods Erfahrung hast, hast du bestimmte Ordner schon angelegt. Würde ich auch immer eigentlich eins ans Herz legen, weil man dadurch einfach eine bestimmte Struktur hat und auch viel schneller CC löschen kann, Übeltäter finden kann, die vielleicht bei einem Update kaputt gegangen sind. So habe ich auch einen Augenordner gemacht, wo alle Default- und Non-Default-Augen drin sind, als auch die ganzen Wimpern, die ich habe. Dann machst du einfach Steuerung V, das mache ich jetzt nicht, weil die Datei ja schon vorhanden ist. Und kannst dann eigentlich schon dein Spiel starten. Wenn du dein Spiel dann gestartet hast und eventuell schon mal mit CC Erfahrung hast, wird dir jetzt dieses Fenster aufpoppen. Und dort siehst du genau, aha, die Dateien sind alle in deinem Spiel, auf die hat das Spiel Zugriff. Sind die Wimpern nicht darunter aufgelistet, hat es leider nicht funktioniert, dann musst du es vielleicht nochmal neu machen. Oder du hast einen bestimmten Haken nicht gesetzt, was ich dir jetzt gerne zeigen möchte. Und zwar über Optionsmenü kommst du in die Menüeinstellungen, gehst auf Spieloptionen und hast hier unten Weiteres. Bei CC und Mods ist es super, super wichtig, dass du diese beiden Haken anhast. Benutzerdefinierte Inhalte und Mods aktivieren.
Script-Modus erlauben. Ist das nicht aktiv, kann dein Spiel nicht CC und Mods anzeigen. Und diese beiden Haken werden gerne mal auch bei Spielupdates rausgenommen. Also immer wieder gucken, gerade wenn du viel CC hast und deine Save-Files mit CC-Familien hast, guck vorher, gerade nach einem Update, ob die beiden Haken an sind. Sonst hast du dir deinen CC runtergenommen und die Sims sind alle nackig. Okay, sind die Haken aktiviert? Kannst du in den Cache gehen und dann zeige ich dir jetzt einmal ganz flott, wo du die Wimpern findest. Und zwar die normalen Wimpern, die ohne Skin Detail, die haben meist SD als Abkürzung im Dateipfad, findest du unter Accessoires im Brillenbereich. Und zwar meist ganz weit unten. Das sind die drei, genau. Bei diesen Wimpern, ganz, ganz wichtig, du kannst hier keine Brillen kombinieren. Aber du kannst Armbänder, Fingernägel, Ringe, Gradringe ist so ein großes Problem hier. Da gibt es dann die für Skin Detail noch. Aber hier, die musst du auch jedes Mal neu auf eine Vorlage setzen, weil sie wie ein Accessoire halt nur aussehen und fungieren. Wenn du die permanenten jetzt haben möchtest, gehst du auf Gesicht, Hautdetails und hast dann insgesamt zweimal die Möglichkeit, Wimpern zu setzen, aber nicht doppelt legen. Also du kannst die benutzen, gehst ein Stück runter und hast die dann nochmal. Aber die kannst du nicht nochmal benutzen, weil es beides auf derselben Oberfläche ist. Vielleicht kann man das dadurch ein bisschen verdeutlichen. Genau, hier hast du dann alle vier Wimpernmöglichkeiten und hier sind die anderen vier Wimpernmöglichkeiten. Und diese Wimpern kannst du mit einer Brille kombinieren, aber nicht mit Fingernägeln. Dann hast du nämlich, kann ich dir kurz zeigen, dann hast du nämlich diesen wunderschönen Schatten und weißt genau, wenn dir das auftreten sollte, musst du zu den Accessoires und auf Ringe gehen und diesen rausnehmen, damit das wieder weg ist. Genau, das sind die beiden Wimpern. Die gibt es natürlich auch für die Kinder. Einmal auf den Kopf, Accessoires, auf die Brille. Zack, hast du die ersten Wimpern. Und wenn du auf Gesicht, Hautdetails gehst, hast du zack, hier die Wimpern und hier unten. Genau. Auch die Toddler haben wunderschöne Wimpern und gerade bei den Kleinen, finde ich, macht das nochmal so ein richtig schönes Highlight. Einmal hier bei den Accessoires, Gesicht, Hautdetails und auch hier hast du die Wimpern, die dann fest sind. Die ganz neuen Säuglinge haben auch ganz neue Wimpern bekommen und ich finde, die sehen so, so schön aus, die Wimpern. Auch wieder in Accessoires unter Brillen und Gesichts, Hautdetails hast du hier auch die Wimpern. Das wäre es dann auch schon gewesen. Es geht wirklich rucki-zucki, wenn man die Schritte befolgt, die man machen sollte. Wie gesagt, immer runterladen, Virenscanner drüber laufen lassen, entzippen. Die meisten Dateien sind verzippt. Mit 7-Zip kannst du das super schnell lösen, packst es dann in deinen Dokumenteordner, die Sims 4 Mods, maximal einen Unterordner und dann ins Spiel gehen, gucken, ob dieses Pop-Up-Fenster kommt. Das kannst du auch ausblenden lassen, dass es nicht mehr wieder ankommt. Ich finde es wichtig, dass man sieht, okay, was aktiv im Spiel ist und dann wirklich unter den Einstellungsoptionen, unter den drei Punkten hier oben, schauen, dass die beiden Haken aktiv sind. Sind sie nicht aktiv, ist das wahrscheinlich das erstgrößte Problem, warum kein CC und keine Mods im Spiel greifen. Dann wünsche ich dir jetzt noch ganz, ganz viel Spaß beim Selbstausprobieren und falls du irgendwie Fragen hast, Probleme hast, schreib es mir gerne in die Kommentare oder schreib mir privat auf Discord. Dann wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß und würde sagen, wir sehen uns dann in einem weiteren Guide oder schau gerne mal in den Let's Plays vorbei. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns bis dann. Ciao, ciao!